Mahlzeit und recht herzlich willkommen zurück auf der Hauptwach. Wir sind im Februar angekommen. Ich bin gerade dabei, uns zu beliefern, meine Holzkohleproduktion. So, einmal hier rum. War komplett leer. Eigentlich wäre gedacht, gut, mit der schönen Schaufel mit 5000 Litern haben wir alles schön hin, aber nein. Irgendwie will er schon wieder nicht mehr. Ich verstehe es nicht. So. Ja, wie ihr sehen habt, mit neuer kleiner Cam. Ich habe sie endlich gefunden. So, ein bisschen so mein System sehen, was ich habe, was ich benutze. So, bevor wir jetzt die nächste Fuhr reinfahren, muss ich schnell mal wechseln, weil ich musste das Lamm verkaufen fahren. Meine Wolleproduktion geht nicht weiter mit den Dings, mit den Schafen. Also jetzt, ja, hatte eigentlich schon einen Hänger voll mit Lamm und jetzt kommt nochmal ein Hänger voll dazu. Mal kurz die Schaufel hier voll machen, dann werden wir mal wechseln. Mal ganz kurz rein, also voll ist er. 5000, verstehe ich nicht, warum ich vorhin bin ich früh losgefahren. Gut, so, wir wechseln mal auf den nächsten. Wo ist er? Da steht er schon. Ist schon angekommen. So, wenn wir einmal aufklappen. Und dann kippen. Nee, der Trigger ist da hinten. Ah. Idiot. So, kann ich jetzt? Nee, immer noch nicht. Mal wechseln mal nach außen. Soll ja nicht der Verkauf hier sein? Jetzt, ja, jetzt kann ich. So, wie ihr gerade seht, über 300.000 sind wir schon. Die Gast hat auch noch mal gut Geld gebracht. Jetzt haben wir hier noch mal 24.000. Ich werde den jetzt noch mal Dings machen. Ich werde den mal nach Hause schicken. Der muss dann noch einmal los. Weil wir haben ja noch mal 20.000 Liter Donner. Hört sich komisch an, aber ist ja auf der Hauptwache halt so. So, gucken wir mal. Schafhof Amore. So. Gut, bist du beschäftigt? Sehr schön. Wenn wir hier weitermachen. In den Wintermonaten ist ja nicht so viel zu tun. Da werden wir mal gucken, dass ich vielleicht schon zum nächsten Video in den März wechseln kann. Ich hoffe es ja eigentlich mal. Wie weit wir heute noch kommen, würde ich noch gerne meine Schafe in der Zeit, wo jetzt nicht produziert wird, gleich mal alles wieder befüllen. Das kann ich wieder ausschalten. Wir werden jetzt noch eine Fuhre reinmachen, den reicht es erstmal. Jetzt zwar nicht so viel drin. Ja,
jetzt könnte das System immer so im kleinen Bildschirm auch mal ja, leicht betrachten. Wie gesagt, 10 Knöpfe. Weil hier habe ich noch hier vorne oben Joystick. Das ist dann für das Gerät wechseln und zur Taste und zum GPS aktivieren. Ne? Hier war schon wieder zu weit, wa? So. Sogar noch ein bisschen zu weit. So, hat er jetzt wieder? Ja, 5000. Gut. Kommen wir zwar nicht auf 20.000 genau, weil die erste wieder nicht ganz 5000 waren. Ich weiß aber nicht wieso. Im letzten, vorletzten Video hatten wir es ja auch. Die erste Schaufel nicht wirklich genau gepasst hat. So, lass man erstmal, ja, wir lassen ihn stehen. Nochmal kurz hier rein. Hier stehen schon die ersten. Und ich glaube, ein paar müssten ja eigentlich auch schon, ja, können wir schon mal ein paar rausholen. 4 Stück. Und jetzt hinten gespawnt. Mal den gleich hier auch wieder, vielleicht in der Zwischenzeit machen. So, wir werden jetzt mal in den, springen, genau, in den Deutz möchte ich. Den Hänger schon abgekuppelt. Ja, jetzt habe ich ihn. So. Wir haben jetzt mal die Tiere ein bisschen füttern. So, jetzt können wir das Gerät hier vorne wechseln. Das Gewicht erstmal hier abparken. Nee, und Lader drauf. So. Mal wieder in den Beinspieß. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Geld mache. Welche Taste? Den auch noch falsch rum. Mensch, läuft heute. So muss das gehen. So, den dran. Gucken wir mal ganz kurz. Gut, der ist auf dem Weg. Ist da. Sehr schön. So, wir haben mal. Nehmen wir mal zu den Strohballen. Gucken wir mal ganz kurz, ob mein Dienst gerade. Ah, wusste ich doch. Doch gesehen, dass der nicht richtig gerade war. So. Da liegt noch der eine drauf, wa? Oh, und da wollen sie alle weg. Würde ich eigentlich jetzt nicht. Schnell, bevor jetzt der Dings kommt, der Kollege kommt. Der dürfte mich ja eigentlich nicht stören. So, der hängt hier schon auf halb 8.
Na? Gehst nicht ab. Das ist so fest, oder? So klappt so aus. Los. Jetzt, Mensch. Geht doch. So, machen wir kurz mal aus. So, steht der Kollege schon da. Sehr schön. Machen wir den nochmal voll. Bodentemperaturen sind noch bei minus 2 Grad, also noch nicht viel, was man machen kann. So, wollen wir hier mal kurz wenden. Und dann müssen wir den wieder runterfahren, ne? Ne? Ich soll doch hier irgendwo. Ich müsste hier irgendwo hier Trigger sein. Muss ich jetzt nicht verstehen, nur der Trigger so klein. Ich denke mal, der Preis wird sich auch nicht groß geändert haben. Der immer noch in. Leberle ist immer noch am meistbietend. Kann man auf jeden Fall da hinschicken. So, Hilfe weg. Aufstellen. Metzger, Metzger, Metzger. Leberle. So, damit er sich hier nicht festfährt. Perfekt. Oh, das war ein guter Sprung. Nee, können wir gleich da hinten ausfahren. Mal Stroh sollte reichen. Hier noch mal ein bisschen. Was nehmen wir? Müssen wir von hier vorne nehmen. Machen wir den hier vorne, den einen. Gucken wir auch gleich mal. Ah, welche Tasse. Dann werde ich auch gleich mal gucken, wie viel denn so gebraucht wird. Was denn nun? Auch nicht schlecht. Man kann man auch mal machen, ne? So, piekst man sich mal so auf. Jetzt bleibst du dran. So. Was ist denn los? Magst mich nicht aus? Oh, der war. Nee. Der war zu hoch. Ein bisschen runter machen.
Ist dir zu schnell, Lars? Beim zwei Ballen klappt ohne Problem. Bei einem kriege ich hier Probleme, oder wie? Kann ja nicht wahr sein. So, jetzt muss natürlich die Produktion auch wieder laufen. Aber so ran wollte er nicht und ab will er auch nicht. So, jetzt können wir gleich mal gucken, was der Ding sagt. Oh ja, doch, da kommt noch. Da kann noch einiges rein. Können wir es mal ordentlich nachfüllen. Haben wir natürlich jetzt alles nicht mehr schaffen in dem Video. So, jetzt wollen wir wenigstens gleich zwei hier fertig machen. Und dann wird es das auch für heute gewesen sein. Nee, zwei erreichen, mehr will ich nicht. So, die werden wir noch abgeben und dann... Ah, oh, jetzt fällt er doch wieder runter. Ist ja blöd, Mann. So. Ging man jetzt so drauf? Gut, dann kann ich mich ja schon mal jetzt verabschieden. Ich hoffe, er bleibt jetzt wenigstens drauf. Aber ich danke euch, dass ihr wieder reinschalten habt. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar schreiben, wie ihr es findet mit der kleinen Cam. Jetzt gerne beibehalten. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ein bisschen halt hinter die Kulissen zu schauen. Wie man so gerne sagt, ja. So, der will jetzt natürlich da nicht rein, das ist klar. Wieder zu weit weg vom Trigger. Gut. Aber ich sag wieder ein Dankeschön. Rein hier und abgeklatscht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.